Moin Leute, willkommen zu Fortnite Chapter 1 GeoGuessr. Die Website heißt lostgamer.io. Ich bin auf Singleplayer. Hier könnt ihr Fortnite als Karte auswählen und dann ganzes Chapter 1 und dann könnt ihr GeoGuessen hier. Gibt sogar so eine Speedrun-List, scheinbar. Wir werden nicht Speedrun, wir werden es einfach versuchen zu schaffen. Auf geht's. Oh, ich erkenne den Place auf jeden Fall, es ist Season 10. Ganz offensichtlich. Oh mein Gott, das ist die Brücke. Ich war hier schon so oft. Und da ist der Mann, da ist der Truckman im Hintergrund. Wie geil. Ah, boah. Wo genau ist die Brücke auf der Karte gewesen? Oh, mir fällt gerade auf, dass das hier eine falsche Karte ist, die die hier zum GeoGuessen nehmen. Also eigentlich ist es die richtige Karte, aber ach so, nee, doch, es ist richtig. Ich habe ganz vergessen, dass Greasy in so einer Bubble war damals. Also ich dachte erst, die haben die OG-Karte irgendwie mit der neuen gemixt, also die OG-Season-Karte mit der richtigen OG-Karte. Aber passt alles. Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Aber egal. Wo zur Hölle war das Ding? Ich kann mich ehrlich nicht daran erinnern, wo die Brücke war. Kann ich das auch überspringen? Ne, kann ich nicht. Oh mein Gott, ich muss mich doch daran erinnern, wo die Brücke war. Das ist so ein Ort, an den kann ich mich eins zu eins erinnern, aber ich habe keinen Plan mehr, wo der war. Weil ich den nie auf die Karte geschaut habe. Oh mein Gott, Digga. Hier war es halt nicht. Hier ist hier ein Sandbiom, aber hier habe ich schon mal eine der Brücken gefunden, wenigstens. Ich weiß, dass das eine andere Brücke ist. Jetzt kann ich mich irgendwie nicht mehr gescheit drehen. Auch gut. Hier in dem Fall haben wir schon mal eine Brücke gefunden. Alter, ist das schwierig. Ich glaube, dass es hier irgendwo in dem Bereich gewesen sein muss. Oder war das die Brücke? Und ist das einfach nur eine andere Season? Wir nehmen den. Wir riskieren's. Ah, ist er da hinten, die Brücke. Oh mein Gott, natürlich. Egal. Weiter geht's. Oh mein Gott, so ein legendärer Ort. Oh, da ist die Brücke. Wir müssen die Brücke finden, die muss in der Nähe von Tilted sein. Hier, genau da ist es. Alter, habe ich das schnell gefunden. Und wir befinden uns genau da, wo das Haus ist. Also ungefähr hier. Hä? Wir waren niemals da hinten bei dem Haus. Egal. Immer noch ziemlich nah dran. Season 10. Wir befinden uns auf einer interessanten Enke von Loot Lake. Da hinten ist der Meteorit. Das ist sehr wichtig. Und hier war diese Ausgrabungsstätte. Die Frage ist, wo hier die Ausgrabungsstätte ist. Muss es das hier sein? Wo ist denn der Meteorit? Der ist hier hinten. Ist das hier die Ausgrabungsstätte?
Ist da hinten? Ne, da hinten ist kein Sinnberg. Das könnte es hier doch sein, ne? Ich muss hier mitgehen. Oh mein Gott, war das los. Ich bin so gut. Ich bin der Allerbeste. Frenzy. Ja. Wo ist das Haus hin? Ach, da ist das Haus. Oh mein Gott, bin ich blind. Wo, das hier ist das Haus, oder? Das muss das Haus sein. Wir befinden uns direkt davor. Damit wir dann hier so einen Blick auf das Feld haben, müssen wir uns eigentlich hier befinden. Hä? Wieso gibt es hier zwei Frenzies? Bin ich komplett lost oder so? Oder ist der Geoguessr einfach? Ich weiß auch nicht. Also daran kann ich mich nicht daran erinnern, dass es zwei Frenzies gab. Vielleicht bin ich aber auch einfach lost. Wailing. Wir müssen uns also hier befinden. Aber es ist schwierig zu sagen, wo. Wir befinden uns nämlich hier unten. Wo genau? Also wir befinden uns nicht bei so einem großen Haus, wir befinden bei uns bei so einer Ansammlung, wir müssen hier sein. Ah, bisschen weg. Aber trotzdem ziemlich gut. Oh, mitten im Schneebiom. Das ist schwierig. Das ist crazy schwierig. Wir haben keine Anhaltspunkte hier gescheit. Bis auf, dass es mitten im Schnee ist. Also das ist crazy schwierig. Da muss ich ja schon fast raten, wo das sein soll. Hier ist auf jeden Fall so ein Teil der Straße. Ach, da hinten sieht man das Grasbiom. Ich glaube, dass es hier sein müsste. Aber ich sehe da keine Hütte. Riskieren wir es? Wir riskieren es einfach. Oha, war ich nah dran. Ich bin wirklich der Beste. Okay. Das könnte auch schwierig werden. Jungs. Nee, oder? Oh mein Gott. Das ist Season 3 oder so. Wie geil. Oh mein Gott. Okay, da hinten ist ein Haus. Ich werde langsam besser. Haus mit einem Auto. Da waren so viele Berge damals. Das war geisteskrank. Das kann eigentlich jeder sein. Jeder der Orte. Ich denke, dass das hier das Haus ist. Ah, nee, das sieht eigentlich anders aus. Ha.
Er scheint die In scheint das Ende der Map zu sein. Vielleicht ist auch das hier das Haus. Befinde ich mich zwischen zwei Bergen eigentlich? Ja. Ich denke, dass ich mich hier befinde. Da müsste ich eigentlich auch Pleasant Park sehen, oder? Ich befinde ich mich auch eher hier. Oh mein Gott, bin ich der Allerbeste. Ich bin wirklich, ich bin godlike. Fortnite Geogesser, ich komme, Digga. Das ist geisteskrank, wie gut ich bin. Meteorit. Hier ist die Hütte. Season 10. Was ist das da hinten? Das ist das Schwert, das ist Neo tiltet. Also wir sind irgendwo hier. Auf dem Berg. Sind wir... Wie nah sind wir am Schneebiom dran? Relativ close. Hinter uns ist das Schneebiom. Und wir sehen das Schwert. Wir befinden uns also hier. Wo befinden wir uns hier? Wir könnten uns auch hier oder so befinden. Hier ist schon noch mal so eine kleine Grasfläche. Wo ist denn der Meteorit? Da. Wir befinden uns hier. Nein, wir waren doch da drüben. Egal. Oh, wir sind mitten in Dusty drin. Dusty Divot. Alright. Aber wo zur Hölle genau soll das sein, denn das hier? Es ist übel schwierig. Ist das der mega fette Baum? Dann könnte das hier ungefähr sein. Ne, es muss mehr am Ausgang sein. Hier so. Ja, es muss hier sein, weil ich kann hier den Ding sehen, den LKW. So wie ein Champion. Oh mein Gott! Das müsst ihr euch anschauen. 2 Meter! 2 Meter weg! 2 Meter weg! 2 Meter! 5000 Punkte! Ich bin, glaube ich, der beste Fortnite-Geoguessr aller Zeiten. Oder zumindest in Deutschland oder keine Ahnung. Egal. Liken, abonnieren, weil ich so gut bin. Dann müsst ihr euch erstmal gönnen. So groß ist die Fortnite-Karte. Und ich bin 2 Meter weg. 2 Meter. Ich bin so gut, das ist krass. Hier ist das Fußballfeld. Ich muss analysiert werden, wie gut ich bin. Oh, zur Hölle war nochmal das Fußballfeld. Das ist ja irgendwie viel weiter drin. Hier. Irgendwo in der Nähe. War es, glaube ich.
Kann doch nicht sein, dass ich wieder sowas vergessen habe. Wenn er lost ist, ist es im Schneebiom natürlich. Hier ist es. Doch nicht. Hier. Jetzt haben wir es endlich. Und wir sind auf dem Berg drauf. Bisschen abgewinkelt. Von den Bäumen her würde ich so sagen, wir sind hier. Oh mein Gott! 3 Meter weg! 3 Meter! Ich bin so gut. Das ist geisteskrank. Oh mein Gott. Wir sind in Season 2. Der Beefburger. Alles in Greasy damals. Das ist wirklich so lange her, das ist krass. Ich war damals 12 oder so. Es muss eigentlich da sein, oder? Ja, es würde passen. Ist hinter uns ein Haus. Ja, es war abgelegen. Wir sind also hier ungefähr. Aber der Stein da ist vor uns. Wir sind also ja hier. Was sind wir hier? Ja, war ich ziemlich close immer noch. Alright. Wir sind in Season 4, glaube ich. Sieht ziemlich stark nach Season 4 aus. Oh, der Truckman. Let's go. Das ist auch sehr schwierig. Oh, Lucky Landing. Nee, das ist nicht ganz Lucky Landing, oder? Doch, es ist Lucky Landing. Oh mein Gott, bin ich der Beste. Es ist wirklich geisteskrank. Ja, habe ich schon wieder Orientierungsprobleme. Da unten ist der Lucky. Wo ist der Teil, der so ein bisschen abgelegen ist? Ist es hier? Nee. Oder doch? Ist es da? Ich glaube, das ist da. Ich arbeite hier mit einer 360p Map. Schwierig. Ich würde sagen, dass wir actually hier irgendwo sind. Ja, warte mal. Was ist denn hinter mir? Der Truckman auf jeden Fall, und da ist irgendwas, das ich nicht erkennen kann. Irgendeine Truhe. Hinter mir ist so ein Hügel auf jeden Fall.
Ein Berg über einen Hügel. Ich denke jetzt inzwischen fast, dass es hier irgendwo sein muss. Es könnte aber auch hier sein. Ich log hier hin. Ah, es ist da hinten. Okay. Ja, stimmt, wenn man das Haus ja hier sieht, da war ich mir ganz, nicht ganz sicher, ob das das Haus ist. Aber trotzdem noch gut. Wir sind wieder in Frenzy angekommen. Jetzt bin ich mir immer noch extrem unsicher, ob das das untere Frenzy oder das obere Fake Frenzy ist. Ja, das ist halt schwierig, ne? Ich sehe da nur die eine Bahn. Ich nehme an, dass es hier ist. Es könnte aber natürlich auch da oben sein. Aber wüsste ich auch nicht. Oh mein Gott! 10 Meter weg bin ich gut. Wo zur Hölle sind wir? Außer ein Körper. Junge, es gibt keinen Anhaltspunkt. Mein einziger Anhaltspunkt ist, dass da hinten so ein Elektromasten ist und die gibt's überall. Ich habe keine Ahnung zum ersten Mal. Wie soll man das wissen? Junge, das ist viel zu schwer. Es muss irgendwo sein, wo es viele Berge gibt und so ein Ding. Muss irgendwo hier in der Region sein. Ja, muss es weit genug entfernt von jedem POI sein. Wenn man hier wirklich absolut nichts sieht. Es ist eher so grünlich. Es könnte hier sein. Es muss eigentlich in der hellgrünen Area sein. Ich glaube fast, dass es hier ist. Hier irgendwo in der Nähe. I don't know. Maybe hier so, keine Ahnung. Ja, wie soll man darauf denn auch kommen? Ups, sorry. Ja, geht schon noch. Also sind wir im Sand. Eine Mini-POI. Keinen richtigen POI. Wir sind aber nicht bei den Dinosauriern. Das würde ich wissen. Ist der Ort groß genug, der hierfür? Nee, da ist ja das Kamel. Was laber ich denn für einen Schmarrn? Will ich meinen Guess gar nicht machen, aber ja. Es muss eigentlich hier sein. Aber ist es auch wirklich hier?
zu hier oder so? I don't know. Oh, es könnte actually sein. 5 Meter! 5 Meter! Wer ist der Goat? Ich bin der Goat. Es ist wirklich krass, wie gut ich bin. Oh, wir haben zum ersten Mal Namen. Das war Season 5 oder so, wo es mal Leaky Lake gab. Das war ganz komisch. Schau, hier ist das vage Fatal Fields. Nicht das Fake. Wo ist denn Risky? Das war doch hier oben irgendwo, ja. Ja, das sollte relativ einfach sein. Wo ist denn die Leinwand? Hier, wir sind in der ersten, zweiten, dritten Lane. Neben dem Auto. Ne, wir stehen da ja eigentlich auf der Straße und beobachten das Ganze. Jetzt sind sie ja relativ hier davor. Hä? Okay, war aber immer noch ziemlich close. Ich kenne den Ort. Ich weiß, dass ich den Ort kenne. Wieder keine Ortsnamen schmeckt. Er ist relativ. Nee, ist er gar nicht. Ist gar nicht unbedingt zu close. Ach doch. Ist er. Nein. Nein. W ist in der Shot. W ist in der Shot. W ist in der Shot. Anita Max Wien. Iron Spray. Oh mein Gott, ist das der gefrorene Wasserfall. Nur ohne das Wikinger-Schiff. So, wir in Season 7. Oh ne, aber Moment, wir sind in Season 10. Wir müssen hier sein. Ganz offensichtlich. Zwei Meter. Erst hat es 0 Meter angezeigt und dann hat es gedacht, wir müssen den Typen nerven. Wir müssen den Typen nerven. W ist in the shot. Oh mein Gott, bin ich gut. Das ist schon crazy. Sehr lecker.
Wie ich sagen würde. Da wir sind der Schatz. Sind wir hier? Oh nein. Das war so close, aber das sieht alles so gleich aus da. Oh, letzte Runde. Lock in. Oh mein Gott, einer meiner Lieblingsspots. Glaube ich. Echt und nicht. Season 2. Relativ nah am Ende der Karte. Ein einsames Haus. Ein Haus, wie ihr merkt, nicht zwei. Wir haben's. Don't believe in us. Egal. Fast das Gleiche. Don't believe in us. Got it. Alter, bin ich gut. So oft 2 Meter da wegbekommen. Like und abo reinhauen. W ist in the shot. Und ciao.